Situation ist die, dass es jetzt darum geht, die Überstunden, die von 2001 bis 2006 bei der Feuerwehr angefallen sind, dass die auch vergütet werden. Man hat für 2006 eine Lösung gefunden, einvernehmlich, aber von 2001 bis einschließlich 2005 steht noch eine Lösung aus, die Überstunden zu bezahlen, die damals angefallen sind. Es geht um ca. 950.000 Überstunden. Wenn man die jetzt in Euro auszahlen würde, wären das runde 14,5 Millionen Euro, die die Stadt zahlen müsste an die Feuerwehrbeamten. Ja, der Oberbürgermeister sagt jetzt verjährt die Forderung von 2001 bis 2006. Das sehen wir anders. Es gibt ein Schreiben noch von 2005, wo die Verwaltung selbst mitteilt, dass man noch in Verhandlungen ist um diese Überstunden, dass es Gerichtsurteile gibt, die zu erwarten sind. Die hat man noch nicht gehabt zu diesem Zeitpunkt. Und dass man dann erst tätig werden will. Ich bin nicht der Überzeugung, dass es verjährt ist, denn es gab noch im Jahre 2005 ein internes Schreiben innerhalb der Verwaltung, dass man noch darüber nachdenkt, wie man sozusagen den Ansprüchen der Feuerwehr gerecht werden kann. Man wollte noch auf Gerichtsurteile warten, die auf Bundesebene ansässig sind. Und das wäre ja schon ein Einspruch zur Verjährung gewesen. Und darüber hinaus finde ich, ganz unabhängig davon, dass die Stadt in der moralischen Verpflichtung ist, die Feuerwehrleute auszubezahlen oder zumindest einen Kompromiss zu finden, also zu verhandeln wieder mit den Feuerwehrleuten, wie man in Form von Freizeitausgleichen oder Lebensarbeitszeitkonten und so weiter die Dinge regeln kann. Der erste Schritt, den die Stadtverwaltung jetzt machen muss und damit der Oberbürgermeister ist, auf die Feuerwehrleute zuzugehen und neue Gespräche anzubieten, neue Verhandlungen anzubieten, wie man auch die Jahre 2001 bis 2005 regeln kann. Ähnlich wie das für 2006 ja auch geschehen ist und sich nicht darauf zurückzuziehen, dass die Ansprüche verjährt werden. So geht man nicht mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.